Moinsens, meine Freunde, hier ist wieder euer Kohl. Ich begrüße euch in Brasilia zum Spiel um Platz 3, dem Kleinfinale zwischen Brasilien und der Niederlande. Ja, die Oranje ist leider unglücklich im Elfmeterschießen ausgeschieden gegen Argentinien und ja, Brasilien hat übelst auf die Fresse bekommen von Deutschland. Nämlich 7:1. Ja, es war ein unglaubliches Spiel. Ich kann es immer noch nicht glauben. Die deutsche Leistung war wirklich hervorragend. Ja, Brasilien war in der Abwehr nicht so gut, aber es liegt nicht nur an Brasiliens Abwehrschwäche, sondern auch an der Stärke von Deutschland. Und ja, sie wirkten gebrochen. Sie haben gut angefangen, sehr, sehr gut angefangen, sehr, sehr drückend gegen Deutschland. Es hätte auch 1-0 stehen können, aber dann ja, kam der deutsche Treffer und dann sind sie regelrecht zusammengebrochen. Und ja, sie wollen jetzt natürlich noch ein versöhnliches Ende für diese WM schaffen. Und das wird gegen Niederlande ja ein bisschen schwer. Es war ein recht trostloses Spiel der Niederlande zwischen Argentinien. Und ja, sie haben dann unglücklich im Elfmeterschießen verloren. Ja, machst du nix. Man kann nicht immer Glück haben, es wäre ein Traumfinale gewesen. Deutschland gegen Niederlande, so ist es nur Deutschland gegen Argentinien. Und Holland muss um Platz 3 spielen. Wird schwer, denn eigentlich wollen sie nicht um Platz 3 spielen, sie finden das auch totalen Quatsch. Das hat Louis van Gaal und Robben auch gesagt. Du verlierst jetzt einmal, wenn du jetzt noch das Spiel um Platz 3 verlierst, verlierst du ein zweites Mal. Und so ist ein einigermaßen gutes Turnier dann recht versaut mit 2 Niederlagen in Folge. Ja, ein Spielplatz 3 muss halt sein. Es muss immer einen dritten Platz geben. Das ist in allen Sportarten so. Und es ist auch noch eine Chance für ein versöhnliches Ende. Niederlande muss das nicht unbedingt haben. Brasilien schon, als Gastgeber müssen sie nach dieser 1:7 Schmach, dieser historischen Niederlage im Halbfinale gegen Deutschland, ja, jetzt noch ein versöhnliches Ende schaffen. Und Thiago Silva, der Abwehrchef, kann wieder ran. Man sieht hier in Holland wieder defensiv, sie wollen defensiv gut stehen, das ist Louis van Gaal, und wollen kontern. Ja, und die Brasilianer beginnen schon sehr offensiv, sie drücken und Holland versucht das zu unterbinden. Luis Gustavo mit einem Weitpass auf Fred, dann Oscar mit der Ausgabe auf Paulinho, der schießt. Es wird abgeblockt und da kommt Maicon, versucht sich gegen zwei durchzusetzen, holt immer einen Einwurf raus, der sofort ausgeführt wird und Paulinho lässt da die Holländer doch recht gut stehen und Hulk mit einem Schussversuch, der abgeblockt wird und ja, kein Problem für Silesen, da beweist er Auge und jetzt der Abstoß. Mal sehen, ob die Holländer jetzt mal nach vorne kommen. Oder ob die Brasilianer weiter so druckvoll, ja, auf den Ball gehen. Sie tun es auf jeden Fall. Die Holländer wissen nicht so recht, wie sie damit klarkommen sollen. Aggressiv, wie gegen Deutschland, aber hoffentlich nicht so ein Ende, wie, ja, wie es bei Deutschland war. Keut jetzt mit dem Versuch. Ja, er wollte eigentlich Robben anspielen. Nee, oder Sneijder war es. Nee, Sneijder war es. Und Van Persie kommt aus einem Abseits. Ja, klares Abseits. Das war ein Missverständnis zwischen Coit und ja, Van Persie, der den Ball eigentlich nicht abfangen sollte, sondern eigentlich zum Teamkollegen durchlassen sollte. So abseits und ja, die Brasilianer wieder am Ball, aber Holland kann den Druck kurzzeitig unterbinden. Ja, weiter Pass hier wieder auf Oscar mit einem Schussversuch, aber Silesen hält, kein Problem. Ja, die Brasilianer in der Anfangsphase sehr, sehr druckvoll und Holland weiß gar nicht so recht, wie sie damit klarkommen sollen. Also sie haben echt enorme Probleme gegen diese pressenden Brasilianer. Und erster Eckstoß für Brasilien. Kann abgeblockt werden. Aber da ist wieder Oscar. Der starke Oscar auf Maicon. Ja, Maicon auf Paulinho. Nee, ja. Ja, aber die Flanke war zu schlecht. Die war wirklich zu schlecht, die Flanke. Und konnte so abgefangen werden. Zweiter Eckstoß für Brasilien. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen besser. Naja, Kopfball kann geklärt werden und jetzt kann Holland kontern, aber Van Persie passt wieder zurück auf Sneijder und Sneijder versucht einen weiten Pass auf Van Persie, aber der kommt nicht an und kein Problem für die brasilianische Abwehr. Julio César kann den Ball nach vorne hauen und ja, nun ist er wieder bei der Abwehr der Holländer, die wirklich sichtlich Probleme haben mit diesen aggressiv spielenden Brasilianern, aber sie sind noch fair. Es ist nicht so, dass sie reinknüppeln wie beim Kolumbien-Spiel, sondern es ist ein faires Duell und sie erobern die Bälle ganz fair. Und ja, hier steht der nächste Holländer im Abseits. Ja, also offensiv läuft bei den Holländern noch nicht so viel.
Brasilien hier klar im Vorteil und Holland bisher im Glück. Aber jetzt mal die Chance über Robben und de Guzman versucht es einfach mal, aber Julio César hält den Ball ohne Probleme. Erste Torannäherung der Niederländer, die eigentlich nicht so wirklich gefährlich war. Mal ein kleines Schüsschen, aber ja, das ist eine Lachente für Julio César, der zwar in die Jahre gekommen ist, aber immer noch ganz gut hält. Und man sieht es hier, das Offensivspiel der Holländer ist nicht richtig koordiniert. Sie lassen sich sehr früh unter Druck setzen. Es kommt zu Fehlpässen. Gute Balleroberung der Brasilianer. Und man sieht es hier, De Jong wird unter Druck gesetzt und spielt den Fehlpass. Fred auf Hulk, der wieder zurück. Aber das war auch nicht sehr kreativ. Also Brasilien ist nach vorne hin noch nicht so effektiv. Ohne Neymar ist das auch ein bisschen schwer. Aber sie haben eigentlich sehr... Oh, war es ein Foul an Robben? Es war ein Foul an Robben, aber er steht wieder auf und holt sich den Ball. Lamentiert nicht, das ist der neue Robben, der mir wirklich gefällt. Sich nicht so viel fallen lässt und rumlamentiert. Ja, hier wieder ein Fehlpass der Holländer. Also in der Defensive haben die Brasilianer bisher keine Probleme. Und da ist Fred, der ja auch schamlos ausgepfiffen wurde beim 1:7 Debakel. Aber man kann es nicht an einem festmachen. Oh, ja, gute Chance. Abwehren auf Oscar. Oscar schießt und das ist das Tor für Brasilien. Der Ball prallt vom Pfosten ab gegen den Rücken von Cillessen und dann ins Tor. Ein bisschen unglücklich, aber nicht unverdient. Das 1:0 für den Gastgeber. Hier, ja, Oscar nimmt kurz an und wartet nicht lange, zögert nicht lange, schießt einfach drauf, trifft den Pfosten. Cillessen versucht an den Ball zu kommen. Der Ball prallt vom Pfosten an seinen Rücken und ins Tor. Die verdiente Führung für Brasilien. Ja, wie reagiert Oranje jetzt darauf? Wie reagiert die Elftal? Sie hatten bisher kaum Chancen, eigentlich gar keine, bis auf die Guzmans Schuss. Und Brasilien macht hier wirklich Druck. Über Hulk jetzt, über die rechte Seite geht sehr, sehr viel, über links eher weniger. Luis Gustavo und da ist, ja, oh, Luis Gustavo. Wer war da noch an den Ball gekommen? Das wäre es natürlich auch, der Wolfsburger hier mit dem Tor. Wäre super. Und man sieht es hier, die Brasilianer machen das in der Defensive ganz gut, bis auf diese eine Situation, da kann sich, ich glaube, Coit war es, durchsetzen, kann jetzt reinflanken. Ah, der Kopfball von Van Persie geht auf Julio César und der hat gar keine Probleme damit. Holland offensiv, ja, recht harmlos, wie im Halbfinale gegen Argentinien. Also, das ist kein schönes Spiel der Holländer. Sie sind, ja, eigentlich doch Besseres gewohnt. Und nach der starken, nach einem starken Anfang im Turnier, nach diesem 5:1 gegen Spanien, war das eher so ein bisschen Magerkost, was sie bisher gebracht haben. Und das zeigen sie hier auch wieder. Offensiv, na, haben sie nicht so viel zu bieten. Sie versuchen es immer wieder über Robben, über Van Persie. Und da ist Coit, Coit mit der Chance, aber er schießt daneben. Schade, gute Chance, gut rausgespielt. Und ja, die Chance vergibt Holland leider kläglich. Sie sollten solche Chancen wirklich nutzen, denn sie haben bisher sehr, sehr wenig Chancen bekommen und werden es auch, wenn sie so weiterspielen. Und dann müssen sie diese wenigen Chancen nutzen, sonst wird es sehr, sehr schwer, hier den Ausgleich zu erzielen gegen diese überraschend starken Brasilianer, die hier wieder in Form von Hulk und Hulk schießt einfach mal an, anstandslos und ja, Cillessen hält diesen Schuss aber. Ja, Fred mehr als Vollangeber und die Außen versuchen es abzuschließen, aber der Schuss, ja, den muss Cillessen haben und den hat er auch. Und nächster Eckball für Brasilien. Bringt vielleicht noch ein Tor? Nein. Die Holländer können abwehren, wollen jetzt kontern, aber die Argentinier, Argentinier sei schon, uah, voll der Fehler. Die Brasilianer machen das, sind sehr spritzig und man sieht es hier, verteidigen richtig gut. Van Persie hängt nahezu in der Luft. Der Einzige, der offensiv hier, man sieht's, Robben kämpft. Robben will, aber Robben kann es allein nicht richten. Das ist genau wie bei Brasilien Neymar, das klappt nicht immer. Und man sieht's hier, die Holländer sind überfordert von der Aggressivität der Brasilianer. Luis Gustavo jetzt, aber verliert den Ball. Gar kein Problem. Die Brasilianer führen ja 1:0, da kann so ein Ballverlust ruhig mal passieren. Und hier wieder ein Fehlpass der Holländer, aber ein Brasilianer zuletzt am Ball. So gibt's einen Wurf und Holland muss langsam mal nach vorne. De Guzman jetzt mit einem weiten Schlag, aber ja, kläglich. Also diese Chancenerspielung, Chancenverwertung der Holländer ist am heutigen Tag wirklich sehr, sehr schlecht.
Sie müssen sehr viel nach hinten arbeiten, verlieren oft den Ball. Man sieht es hier schon wieder im Ballverlust, aber ja, sie suchen immer wieder Robben. Robben und Snyder, aber Robben und Snyder können es allein nicht richten. Vor allem nicht Robben alleine, das geht einfach nicht. Und man sieht es hier, Brasilien ist effektiver, Coit als Rechtsverteidiger, ja. Ein bisschen komisch, aber das ist halt die Taktik von Louis van Gaal. Und ja, sie kämpfen, aber Chancen erspielen tun sie sich leider nicht. Hier ein Foul, aber... Nee, doch, kein Foul. Der Schiri pfeift zur Halbzeit und es steht 1:0 für den Gastgeber. Nicht unverdient. Holland im Glück, es hätte auch höher stehen können. Und ja, sie hatten ein, zwei Chancen, um ausgleichen zu können. Aber diese Chancen, ja, haben sie kläglich versagt. Hier der abgefälschte Schuss. Dann die missglückte Abwehr bei der Ecke und der anstandslose Schuss von Oscar. Ja, die klägliche Chance von Van Persie. Und so liegen die Niederlande, die Elftal, verdient zurück mit 0:1, haben aber noch die Chance, durch einen Lucky Punch oder durch eine Einzelaktion oder durch stärkere Offensivbemühungen den Ausgleich zu erzielen. Brasilien ist... Ja, was macht Louis van Gaal? Er muss jetzt reagieren und es sieht so aus, er reagiert auch. Es kommt die Pfeife Martins in die und er hat umgestellt auf das 4-3-3. Ja, Holland ist halt eher 4-3-3 und nicht dieses 5-3-2. Das ist totaler Quatsch, dieses Gemaure. Holland muss einfach im 4-3-3 spielen und die Pfeife ist der Youngster, der Shootingstar. Hat gute Leistung gebracht und mal sehen, ob er die Holländer jetzt nach vorne bringt. Die erste Chance für Holland, die Flanke wird aber abgefangen von Blind und die Guzman jetzt. Ja, es wird Memphis Depay gesucht und Robben, immer wieder Robben. Robben kann sich hier mal über rechts durchsetzen, kann reinflanken, aber die Flanke wird abgefangen und die Brasilianer kontern jetzt über Hulk. Fred auf Bernard, der wirklich ja der einzige Starke war. Hulk auf Oscar, der starke Oscar. Spielt auf Außen, spielt auf die Außen, auf Paulinho, aber der wird ohne Probleme abgefangen. Ja, Bernard war der Einzige, der richtig stark war am Ende gegen Deutschland. Er hat sehr viel versucht, aber ja, hier wieder Hulk. Hulk versucht's. Oh, kommt sogar gut vorbei. Oscar, wieder Oscar. Dann lässt da drei Verteidiger stehen. Ja, die Brasilianer platzieren sich jetzt hier richtig gut am Strafraum der Holländer und hier wird Maicon noch gestört, sodass sein Pass ins Aus geht und der Torwart abstoßen kann. Cillessen mit einem weiten Ding auf, ja, von Percy. Robin versucht es auf die Außen, auf Depay, aber Depay kommt nicht mehr ran, schade. War ein guter Versuch und jetzt reagiert auch Scolari. Er wechselt zum ersten Mal aus und bringt, na, wen bringt er für Paulinho? Er bringt Fernandinho für Paulinho. Ja, der Spieler von Manchester City, den man eigentlich öfter in der Anfangsaufstellung erwartet hätte, der eigentlich recht stark war, kommt hier eher als Joker zum Zug. Und ja, Holland hier wieder im Vorwärtsdrang, aber die Brasilianer machen das richtig gut. Und de Guzman wieder mit dem Fehlpass von Percy auf Robin. Robin lässt Marcelo stehen, Robin schießt. Robin macht das 1:1. Es ist eine Einzelaktion des Holländers, die Elftal zum Ausgleich bringt. Ja, wer auch sonst, wenn nicht Robben. Robben macht hier das 1:1, lässt Marcelo schön stehen und ja, unnachahmlich, wie es Robben immer macht. Von rechts nach innen ziehen, mit einem starken Linken abschließen und da hat ja Julio César keine Chance und das 1:1 ist ein bisschen glücklich, aber ich habe es gesagt, der Lucky Punch, der kann kommen und ja, wenn nicht über Robben, über wen dann? Also, ja, ein bisschen unglücklich für die Brasilianer, die es bisher recht gut gemacht haben, aber diese eine Aktion hat gereicht, um den Ausgleich zu erzielen und ja, jetzt muss Brasilien wieder was nach vorne machen. Sie haben eigentlich genug nach vorne gemacht, aber waren nicht effektiv genug und jetzt müssen sie wieder zeigen, dass sie was können. Fred auf Hulk, aber leider am Abseits. Ja, der Fred enttäuscht ein bisschen als Stoßstürmer. Da hat Brasilien nicht viel zu bieten, deswegen haben sie auch Diego Costa ausgepfiffen. Der wäre ein guter Stürmer gewesen, besser als Fred, wäre auch beliebter gewesen als Fred, aber dieser hat sich ja doch leider für Spanien entschieden. So dass sie da so ein kleines Stürmerproblem haben. Neymar kommt mehr über die Außen und einen richtigen zentralen Stürmer, der richtig gut ist, den haben sie leider nicht. Sowas wie Ronaldo oder Adriano zu ihren Zeiten haben sie nicht. Und ja, da müssen sie deshalb mehr über die Außen kommen, das tun sie hier auch. Und
machen das bisher ganz gut, das 1:1, ein bisschen unglücklich, aber durchaus verdient. Und der nächste Wechsel, es kommt der Hernanes für Luis Gustavo, ja, der Teamkollege von Miroslav Klose bei Lazio Rom. Mal sehen, was er nach vorne zeigen kann. Er ist eigentlich auch mehr so Defensivmann, aber kann auch in der Offensive was zeigen. Und ja, Van Persie, ja, bisher ein bisschen unglücklich. Auf die Guzman, der verliert den Ball aber sofort wieder. Und hier wieder Robben, auf den müssen die Brasilianer jetzt aufpassen. Denn Robben kann durchaus was. Hier versucht der Doppelpass zwischen de Guzman und Snyder, aber dieser schlägt wieder fehl. Also es können hier wohl nur die Einzelaktionen die Holländer retten. Und oh Gott, Benner, Oscar mit der Chance, aber knapp daneben. Ja, der starke Oscar schießt hier knapp daneben. Glück für Holland, das hätte das 2:1 sein können, vielleicht sogar müssen. Dabei im Abschluss nicht ganz genau und vergibt diese, ja, hundertprozentige Chance. Und Holland, ja, er spielt sich nicht mal richtig Chancen. Die versuchen es immer wieder, Van Persie als Passgeber, aber es wird Robben gesucht und Robben kann nicht überall sein. Nicht so wie Oscar, der es hier wieder wunderbar macht, auf Bernard spielt. Bernard flankt rein und ja, da ein bisschen Glück. Kann De Vrij klären und ja, wieder Niederlande in der eigenen Hälfte zurückgedrängt. Also Oscar hier wieder mit einer guten Aktion und ja, der Schuss. Kein Problem für Cillessen. Also Holland wird so ein bisschen in die eigene Hälfte gedrängt und kommt nicht richtig raus. Van Persie jetzt auf Blind. Blind versucht es wieder über links. Wird in der Mitte, glaube ich, wieder Van Persie suchen. Flankt rein, aber Van Persie gut gedeckt. Und da will Snyder erschießen, aber wird noch gestört. Entscheidend, sodass er nicht abschließen kann. Nicht so wie Oscar aus dem Hintergrund. Und hier wird wieder Snyder gesucht. Snyder flankt rein und ja, wieder abgefangen. Und die Brasilianer können jetzt ihrerseits kontern über den schnellen Bernard, der es wunderbar macht auf Hernanes. Ja, aber der das wieder richtig schlecht macht. Der es richtig schlecht macht, aber Bernard holt sich noch den Ball wieder auf Oscar. Oscar diesmal mit einem Fehlpass, aber der konnte noch, ja, nach vorne gespielt werden, aber da kam Fred leider nicht ran. Wieder eine gute Chance, die Brasilien ein bisschen versaut hat in Form von Hernanes, der den Ball sehr unsauber gespielt hat. Aber dennoch gab es Gefahr für die Niederlande und hier Fred mit einem guten Pass auf Bernard. Bernard, ja. Sie suchen immer wieder Bernard, suchen Fred eher als Passgeber, denn nach vorne hin läuft bei Fred nicht allzu viel. Und man sieht es hier, die Brasilianer schnüren den Gegner in die Defensive ein und Fernandinho versucht hier Hulk anzuspielen, aber der Pass war viel zu weit. Und jetzt wechselt Scolari, glaube ich, auch, oder? Wechselt Scolari? Es sieht so aus, als wenn Scolari wechselt. Ja, Scolari wechselt. Bernard geht raus für Willian und Clazy kommt für De Jong und Huntelaar für den Schwachen von Percy. Ja, damit zieht Van Gaal seine letzten Optionen und mal sehen, ob es was bringt. Oder ob das Spiel hier auch in die Verlängerung geht. Ja, Brasilien hat einen Vorteil. Durch die klare Niederlage ging das Spiel nur über 90 Minuten. Und Holland musste ja leider 120 plus Elfmeter schießen, also sie müssten mehr Zinte auf dem Füller haben, die Brasilianer. Und man sieht es hier, Hulk, ja, Cillessen hat gehalten, lässt den Ball aber wieder zu Hulk prallen. Und der macht ihm einen Nachschuss rein, 2:1 für Brasilien, kurz vor Schluss. Ja, sie hatten mehr Tinte auf dem Füller, man hat sie gesehen. Der passt wunderbar auf Hulk. Der steht total frei. Cillessen wehrt erst noch gut ab und dann, ja, prallt aber leider wieder zurück. Im Nachschuss macht Hulk ihn dann rein. Ein bisschen unglücklich, aber nicht unverdiente Führung für Brasilien. Und ja, Hulk kann auch treffen. Der wurde auch viel kritisiert und kann jetzt endlich mal zeigen, er kann auch, Tore schießen. Hat er schon bei Porto gezeigt. Und auch bei Zenit St. Petersburg, zum Beispiel gegen Dortmund, dass er schießen kann, dass er treffen kann, aber wirkte hier doch recht unglücklich. Und Huntelaar muss sich jetzt hinten die Bälle holen und die Bälle sichern. Ja, wie reagiert Holland jetzt drauf, dass sie wieder hinten liegen? Haben kaum Chancen, nicht erspielen können und liegen jetzt wieder hinten und machen jetzt auf. Und ja, Willian, ja, wird aber von De Vrij abgefangen, aber kann sich durchsetzen. Kann sich hier gegen 200er durchsetzen, flankt rein, Fred mit dem Kopfball und im Nachschuss wieder Hulk.
Hulk staubt wieder ab. Ja, Citizen wieder ein bisschen unglücklich. Lässt diesen doch recht schwachen Kopfball von Fred, ja, zur Seite abprallen. Und da steht Hulk total frei. Nicht im Abseits, aber hier die Vorlage. William lässt zwei Holländer stehen. Lässt die holländische Abwehr da richtig schlecht aussehen. Und Hulk hat das Gespür für den richtigen, ja, Moment und die richtige Position. Und macht hier das 3:1 für den Gastgeber und damit die Entscheidung in diesem Spiel. Der dritte Platz ist den Brasilianern jetzt nicht mehr zu nehmen und man sieht's, die Holländer sind verunsichert und der Schiri pfeift ab. Das Spiel endet 3:1 für den Gastgeber, für die Brasilianer, und es ist ein persönliches Ende für die Fans durch Oscar. Ja, starke Leistung von Oscar und zwei Toren von Hulk. Ja, und die Einzelaktion von Robben brachte den kurzzeitigen Ausgleich. Aber alles in allem ein schwaches Spiel der Holländer und ein starkes, richtig starkes Spiel der Brasilianer, die nicht wiederzuerkennen waren im Gegensatz zum Deutschlandspiel. Lag auch vielleicht am Gegner. Holland eher verhalten, eher, ja, zurückhaltend. Und damit, ja, gibt es ein persönliches Ende für die Brasilianer. Und ich freue mich wirklich für die Brasilianer, dass sie den dritten Platz haben. Das haben sie sich noch verdient. Und ja, ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie in die Kommentare. Wird das ein deutlicher Sieg, denn der Brasilianer, oder gewinnt Holland aufgrund von, ja, taktischer Finesse von Louis van Gaal? Ich bin gespannt auf eure Tipps. Schreibt sie in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen, wieder schauen. Tschaußens.